immer noch was, was wir, ich denke, alle noch irgendwo kennen. Brettspiel, Mensch, ärger dich nicht. Ich schreib's mal groß. Dich nicht. Also die mir bekannte Regel sagt, wenn man beginnt, wenn man dran ist und man möchte ein Püppchen auf den Startpunkt setzen, muss man vorher würfeln. Also bis zu dreimal. Bis zu dreimal würfeln. Würfeln. Komma bei einer 6. Einer 6 darf man raus. Also ein Püppchen auf den Startpunkt setzen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man, wenn man dran ist, man hat noch kein Püppchen rausgesetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass man dann auch rauskommt, wenn man dran ist? Also wir haben offenbar wieder Elementarereignisse eines Würfels. Das sind die Augenzahlen 1 bis 6. Und wir dürfen bis zu dreimal würfeln. Also wir würden Ereignisse haben aus E-Würfel hoch 3. Also, Entschuldigung, das kommt gleich. E-Würfel, Kreuz, E-Würfel, Kreuz, E-Würfel. Wir haben es also mit Tripeln zu tun. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diese Regel, wir dürfen bis zu dreimal würfeln. Sobald wir eine 6 haben, dürfen wir raus. Wie wir das abbilden auf P von Menge. Welche Tripel würden es denn erfüllen, dass wir raus dürften? Und wie groß ist überhaupt die Ereignismenge EW hoch 3? EW hat 6 Elemente und EW hoch 3, die Menge aller dreistelligen N-Tupel, also Tripel, ist 6 hoch 3. Das ist 216. 216 Elemente. Was machen wir jetzt damit? Gut. Sagen wir nennen die Menge R, das ist die Menge aller bis zu dreifachen Würfe, wo man raus darf. Also vielleicht hat man Glück und gleich beim ersten Wurf hat man eine 6. Dann ist eigentlich egal, was man danach wirft. Man wirft zwar, aber egal. Dann, oder man hat halt Pech und man wirft beim ersten Mal irgendwas, was aber nicht 6 ist, weil das wäre hier oben schon abgehakt, irgendwas, was nicht 6 ist. Ich schreibe mal 6 mit Strich drüber, das heißt nicht 6. Und würfelt dann eine 6. Dann kann man würfeln, was man will, 1 bis 6, egal. Oder man würfelt einmal daneben, 1 bis 5, dann nochmal, und dann muss es aber sitzen. Sonst kommt man nicht raus. Das würde Ereignisse beschreiben, bei denen man, wenn man dran ist, rauskommt. Nun, wie groß sind die jeweils? Nehmen wir mal die erste. Die Menge aller der, wo man direkt beim ersten Mal Glück hat. Wie viel sind das? Nun, das lässt sich ja beschreiben als die Menge 6, Kreuz, egal was man würfelt, und nochmal egal was man würfelt. Das ist dann 1. So, das hier. Das ist 1, weil in der ersten Menge ist nur 1 drin. Mal, da sind 6 Stück drin, mal 6. Das hat also allein schon 36 Möglichkeiten. Es gibt also bei 3 Würfen 36 Möglichkeiten, wobei der erste Wurf eine 6 ist. Dann haben wir vielleicht nicht direkt Glück, sondern wir müssen erst einmal daneben kloppen, 1 bis 5 würfeln, dann kommt die 6 und dann ist es auch wieder egal. Nun, das sind
1 bis 5, die Menge 1 bis 5. Dann kommt das Ereignis, wo die 6 drin ist. Und dann auch wieder egal. Und hier sind 5 Elemente drin. Da ist 1 drin. Und dann wieder 6. Das sind 30 verschiedene Kombinationen, wo man erst die 6 nicht würfelt, dann die 6 und dann ist es auch egal. Davon haben wir 30. Und zum Schluss haben wir noch zweimal nicht getroffen, zweimal nur hintereinander 1 bis 5 irgendwas gehabt und dann kommt die 6. Das ist 1 bis 5. Der erste Wurf war keine 6. Dann der zweite Wurf auch nicht. Aber der dritte Wurf, der hat es dann gebracht. Und das sind 5 mal 5 mal 1. Das sind 25 Möglichkeiten. Das sind weniger als vorher, weil es kommt auf den letzten Wurf an und vorher dürfen nur 1 bis 5 gewürfelt werden. Insgesamt haben wir also 36 plus 25, das sind 61, plus 30, insgesamt haben wir 91 Möglichkeiten, Kombinationen, um herauszukommen. Nun ist alles Laplace Elementarereignisse sind, auch dann die zusammengesetzten Ereignisse, eben hier drei hintereinander, sind dann auch jeweils Laplace Experimente, das ist also die Wahrscheinlichkeit, wenn man dran ist, direkt auch dran zu kommen, P von R herauszukommen, 91 216. Man sieht schon, das ist weniger als die Hälfte. Kleiner 50%. Ja, also weiß man, wenn man Mensch ärgere dich spielt, beim ersten Mal 50-50 oder besser ist nicht. Also man wird wohl auch noch ein zweites Mal ran müssen.